Ja, es ist mal Zeit für so ein Video. Giancarlo Di Ticcia meldet sich heute aus seinem Headquarter mit einem ernsten Thema an euch alle. Für die Unwissenden unter euch: Batterierecycling, worum es in meiner Weihnachtsfolge geht, ist in den Top 10 Umweltsünden von uns Menschen. Zum Teil aus den Ländern der ersten Welt wird es in dritte Weltländer transportiert. Seien es nicht nur die kleinen Batterien, sondern auch die größeren Bleiakkus, um eben das Blei, was ja wertvoll ist, wieder zurückzugewinnen. Und das wird da teilweise so mit so primitiven Methoden gemacht, wo ich mir denke, all das wirklich, die Menschen, die schadet euch, ihr werdet keine 50, keine 30, keine 40, ist mir egal. Ja? Und wäre es nicht einfach cool, wenn wir alle was dafür tun könnten, dass wir die Umwelt ein bisschen schonen. Und dafür ist meine neueste Podcast-Folge und ich zeige euch jetzt wirklich, wie ihr Batterien, normale Doppel-A-Batterien, Primärzellen, wieder auffrischen könnt. Ich habe euch hier mal verschiedene Batterietypen hingelegt. Ja, also mal ein paar Dreifach-A, mal ein paar Doppel-A von verschiedenen Marken. Und hier sind ein paar Akkus, die angeblich bis zu 1000 Mal wieder aufgeladen werden können, liefern 1,2 Volt. Hier so eine Doppel-A liefert ja 1,5 Volt. Wir wissen, manche Geräte funktionieren auch erst ab diesem 1,5 Volt, was diese Primärzellen eben unverzichtbar für uns macht. So, was machen wir natürlich, wenn die ganzen Batterien leer sind? Wir schmeißen sie weg. Im besten Fall entsorgen wir sie fachgerecht. Aber wäre es nicht einfach cool, anstatt sich direkt neue kaufen zu müssen, dass wir die wieder auffrischen können. Und das funktioniert, Leute, es funktioniert. Dafür habe ich sowas hier, ist jetzt von der Firma Revolt. Und hier habe ich jetzt einen Schalter, den kann ich umstellen. Ich kann einmal auf NEMH, also für meine Akkus, und dann alkaline Batterien. Scheiße, ja, das funktioniert. Wir können Batterien wieder auffrischen. Überlegt doch mal, Leute, was ich hier an Ressourcen sparen könnte. So, und ich habe das Ganze jetzt mal eingesteckt. Ich möchte euch nur mal kurz zeigen. Hier, die werden jetzt alle aufgefrischt, während die hier am Blinken ist. Aber wenn eine Batterie tatsächlich wirklich bei Null ist, zeige ich euch jetzt im nächsten Ausschnitt, wie ihr das messen könnt. Aber die Jungs hier frische ich auf und kann ich die nochmal benutzen, bevor ich sie wegschmeiße. Ey Leute, was ich hier an Ressourcen spare, was ich an Geld spare. So, und natürlich, um zu überprüfen, ob ich noch genug Spannung auf der Batterie habe, beziehungsweise habe ich hier so einen Batterietester. Und hier kann ich jetzt überprüfen, okay, ist noch Spannung da, und hier sehe ich, okay, alles klar, ist im gelben Bereich. Die könnte ich auf jeden Fall nochmal auffrischen.